Ein zweites Beispiel, etwas komplexer, aber eigentlich gar nicht so schwierig. Der Hamster hat mindestens einen Korn im Maul. Er steht an der Wand, und zwar soll diese Wand rechts von ihm sein, ist hier gegeben, in einem beliebigen Territorium. In diesem Territorium dürfen sich keine anderen Körner befinden, also keine Körner befinden. Und die Kachel in Blickrichtung vor dem Hamster, die soll auch frei sein. Der Hamster bekommt die Aufgabe, an der Wand entlang zu laufen, bis er zur Ausgangsposition zurückgekehrt ist. Er soll also in diesem Fall hierher laufen, hier rein, hier hoch, hier rein, hier hoch, hier rein, hier wieder zurückkehren. Wie macht er das? Zunächst markiert er seine Ausgangsposition durch den Giebbefehl. Der legt also hier einen Korn ab. Voraussetzung, wie gesagt, es gibt keine anderen Körner im Territorium. Und hüpft dann eins nach vorne. Eine Kachel nach vorne. Ja, und solange wie kein Korn da ist, das heißt, solange nicht irgendwann an der Ausgangsposition wieder zurückgekehrt ist, kann er jetzt Folgendes machen. Jetzt nutze ich zwei boolsche Funktionen, die ich definiere, rechtsfrei und linksfrei, um den Algorithmus selbstverständlich zu halten. If rechtsfrei ist, immer wenn sich rechts von dem Hamster eine Nische befindet in dem Fall, dann soll er sich rechts umdrehen und da reingehen. Falls aber rechts nicht frei ist, soll er prüfen, ob vorne frei ist. Wenn vor ihm frei ist, dann muss er jetzt nach vorne gehen. Ist aber rechts nicht frei und vorne nicht frei, dann soll er gucken, ob links frei ist und sich dann in diese entsprechende linke Nische hineinbegeben. Wenn er aber auch nicht rechts nicht frei ist, vorne nicht frei ist und Licht nicht frei ist, also wenn er hier beispielsweise so mit Blickrichtung Westen stehen würde, ja, dann kann er kehrt machen und wieder ein Feld zurücklaufen. Ja, und irgendwann, er betrachtet jetzt in jedem Schleifendurchlauf eine Kachel in dem Sinne. Irgendwann ist er dann an der Ausgangskachel mit der Markierung zurückgekehrt. Sehr kurzer, knapper Algorithmus, der durch Einsatz von boolschen Funktionen sehr schön beschreibt, wie der Hamster letztendlich vorgeht. Ja, und jetzt kann ich diese Testfunktionen, diese boolschen Funktionen definieren, linksfrei und rechtsfrei. Linksfrei, das haben wir gerade schon gesehen, ist linksum, vornfrei, rechtsum, return true, else rechtsum, return false. Und rechtsfrei ist genau andersrum, da dreht sich der Hamster erst rechtsum und vornfrei, dann dreht er sich wieder in seine Ausgangsposition, return true. Im anderen Fall dreht er sich auch wieder in seine Ausgangsposition und liefert false. Was hier jetzt in dieser Folie fehlt, ist das kehrt und das rechtsum, die beiden Prozeduren, die aber so definiert sind, wie wir das immer schon kennen.